Guten Morgen. Ob es ein guter Morgen ist, werden wir sehen. Aber was ich euch erzählen wollte, ist ein Märchen. Und zwar von Rumpelheinzchen. Nee, nicht Rumpelheinzchen, Rumpelweißchen. Nein, Rumpelstilzchen. Und zwar da. Nee, das Big. Oh, es war einmal 7 Zwerge. Die stehen vor einem Spiegel und rufen: Spieglein, Spieglein an der Wand, wo lebt Rumpelstilzchen in diesem Land? Da wabert und wimmert es in dem Spiegel und eine Müllers Tochter steigt heraus. Ich kann Stroh zu Gold spinnen. Wo kommst du her? Fragen die Zwerge. Wir wollten wissen, wo Dornröschen schläft. Doch da springt hinter dem Spiegel ein Wolf hervor. Das ist gar nicht wahr. Ihr wolltet wissen, wo Rumpelstilzchen wohnt. Nein, sagen die Zwerge. Wir wollten wissen, wo Dornröschen schläft. Ihr habt gelogen, sagt der Wolf. Da springen die 7 Zwerge auf 12 weiße Schwäne und fliegen davon. Wollt ihr wissen, wo die Schwäne herkamen? Na, ganz einfach. Die Müllers Tochter hatte sie in ihrer Schürze. Und da ist die Müllers Tochter mit dem Wolf allein. Und der Wolf wird immer größer und immer größer und immer größer. Ich fresse dich jetzt, sagt er zu der Müllers Tochter. Da fasst die Müllers Tochter in ihr rechtes Ohr, holt eine kleine rote Kappe hervor, bläst sie auf und dann setzt sie sich auf. Ach, du bist es, Rotkäppchen, sagt der Wolf. Wo ist denn Wein und Kuchen? Ich habe Hunger und Durst. Ach, du weißt doch, sagt Rotkäppchen, dass das für die Großmutter ist. Ja, ich weiß, aber ich habe jetzt trotzdem Hunger und Durst. Und wenn du mir keinen Kuchen und keinen Wein gibst, dann fresse ich dich. Da springt Rotkäppchen in den Spiegel zurück. Bums, ist der Wolf allein. Jetzt bin ich hier ganz allein und ich habe Hunger und Durst, sagt der Wolf. Aber warte! Und er will auch in den Spiegel springen und er springt und peng, klatscht er da dran und nichts passiert. Jetzt schon wieder. Ich will doch auch zurück. Er hatte vergessen, dass er hinter dem Spiegel hervorgesprungen ist. Lassen wir den Wolf in seinem Jammer an der Stelle und fragen wir uns lieber, wo sind denn die Zwerge geblieben? Zwerge sind auf ihren stolzen Schwänen in einen Wald geflogen. In einem großen Bogen landen sie auf einem Teich. Doch plötzlich kommt aus dem Teich eine Hand, packt den ältesten Zwerg und zieht ihn unter Wasser. Hilfe, Hilfe, rufen die Zwerge. Unser Bruder ist geraubt worden. Was machen wir jetzt? Sie beschließen, den See auszutrinken. Und sie knien sich an das Ufer und trinken. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn 6 Zwerge versuchen, einen See auszutrinken. Bald können sie nicht mehr machen und Wasser. Der kleine Bauch ist schon so randvoll und an dem See hat sich nichts verändert. Da macht sich der jüngste Zwerg auf den Weg. Er geht in den Wald und nach einer Weile kommt er mit einem Drachen zurück. Und zu dem Drachen sagt er: Drachen! Halt, ist ja der jüngste Zwerg. Drachen, trink den See aus, sonst verwandle ich dich in einen Zwerg. Einen Frosch. Und da trinkt der Drachen den See aus. Und als der leer ist,
oder es liegt unten auf dem Grund der Eisenhans. Und neben ihm ist der älteste Zwerg und beide spielen Schach. Der Eisenhans hat den Zwerg runtergeholt, weil er Langeweile hatte. Doch wie das Sonnenlicht den Eisenhans trifft, da bing, verwandelt er sich in eine Prinzessin. Und der jüngste Zwerg, dieser Schweinhund, dieses Schlitzohr, der nimmt den Drachen und verwandelt ihn doch in einen Frosch, obwohl der seine Aufgabe erfüllt hat. Weil der jüngste Zwerg war kein jüngster Zwerg, sondern eine böse Hexe. Und da kommt die Prinzessin, nimmt den Frosch und klatscht ihn an einen Baum. Pff. Ist der Frosch tot? Klar, wenn man einen Frosch an eine Wand schmeißt oder einen Baum, ist er tot. Ach, sagt die Prinzessin, blöde gelaufen. Ich wollte, dass es ein Prinz wird. Och, und genau in dem Moment, da kommt auf einem wunderschönen weißen Pferd ein wunderschöner silberner Prinz geritten. Na, nicht ein silberner Prinz, sondern ein wunderschöner Prinz in einer silbernen Rüstung. Oh, du Holde, oh, du Schöne, nie sah ich eine herrlichere Frau als dich, ruft er. Willst du meine Frau werden? Ja, gern, sagt die Prinzessin. Und da nimmt der Prinz sie und setzt sie vor sich auf sein Pferd. Bing, verwandelt sie sich in eine Kröte. Bing, verwandelt sich das Pferd in einen Schmetterling. Bing, verwandelt sich der Prinz in ein Knusperhaus. Und nun ist das Märchen aus.